Der Plan steht. Wir segeln nach Norwegen. Das Land der Wikinger. Tiefblaue Fjorde, endlose Wälder, massive Berge. 100.000 Kilometer Küstenlinie, geformt von den Gewalten des Nordmeeres. Da müssen wir hin. Nach 2 Jahren auf der Ostsee sind wir bereit für neue Abenteuer, neue Challenges, neue Meere. Wir haben richtig Bock und nehmen euch mit. In diesem Video verlassen wir nach 4 Monaten in Rostock unser Winterlager und wir segeln raus auf die Ostsee. Natürlich klappt nach so langer Zeit ohne Segeln nicht alles perfekt und verdammt kalt ist es um diese Jahreszeit auch noch. Viel Spaß bei diesem Video! Es geht los! Guten Morgen, Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Wir starten heute ins neue Abenteuer. Let's go! Yes. Anna, wie spät und so? Was für Bedingungen? Es ist kurz vor 8. Es ist gar kein Wind. Wir hatten uns ein bisschen mehr Wind erhofft. Und ich glaube, das reicht mit Vorglühen. Dang! Ja, die Sonne scheint. Es sind eher nordöstliche Winde angesagt. Wir filmen euch jetzt erstmal unser Ablegemanöver und später erzählen wir euch dann, wo es hingeht und wo es allgemein hingeht dieses Jahr und so. Aber ihr habt wahrscheinlich auch schon den Titel gelesen. Aber jetzt erstmal ablegen, wir gucken, ob wir das gut hinbekommen nach 4 Monaten hier in Rostock. Es ist vor allen Dingen zu flach, um mit Schwert abzulegen, das können wir ja mal erzählen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber Anna hat gerade gesagt, es ist zu flach, um mit Schwert abzulegen und ohne Schwert können wir eigentlich nicht steuern. Also dann fährt das Schiff einfach dahin, wo es möchte, aber wir wissen eigentlich immer wohin. Also es fährt gleich einfach so automatisch, egal wie wir lenken, aber das passt ja eigentlich ganz gut. Es ist 1,40 tief, deswegen ohne Schwert. Schwert ist hoch oben, ne? Halt dich mal an dem Stall mit dem Super, das Heck. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich so ein bisschen einlenken. Das funktioniert nicht. Ja, das war gut, danke. Super. Also war ein gelungenes Ablegemanöver. Dafür, dass wir nicht steuern konnten und quasi keine Kontrolle haben. Ja, ist ja gut. Ja, genau, kein Wind, alles entspannt. Oh, wie ist warm, ey. Ja, man hier auch. Ja, wir wussten ja, dass es entspannt wird heute. Oder hoffen wir auf jeden Fall auch, aber danach sieht es hier aus und wir haben noch ultra viel zu tun. Also so Leinen, irgendwas klar machen, was wir jetzt nicht mehr geschafft haben, aber wir wollten unbedingt los, auch bevor jetzt wieder die Westfront kommt. Und dann kommen wir wieder hier nicht weg und so. Deswegen machen wir heute ganz viel To-Dos auf See, wahrscheinlich, wenn es das zulässt. Leute, wir gleiten nur so durchs Wasser, weil unser Unterwasserschiff ja frisch ist. Wir fahren mit 5 Knoten, ey, bei 1900 Umdrehungen. Hä? Krass. Ich freue mich. Es war, also ihr denkt jetzt, okay, normale Geschwindigkeit, aber es war nicht als so. Als wir hier reinmotort sind mit altem Schiff, also... Mit altem Unterwasserschiff? Wie schnell waren wir da? So 3,5 Knoten? Ja, da haben wir nicht mehr als 4 geschafft. Ja, also Leute, krank. Macht eure Unterwasserschiffe ordentlich. Es gibt Frühstück, Obst und Kuchen. Der Kuchen ist von Antje. Antje von Micha von X-Trip. Den hat sie gestern noch vorbeigebracht. Ja, wir hatten gestern noch einen schönen Abschied hier in Rostock. Gab eine Flasche Sekt und so. Haben wir mit unseren Liebsten hier verbracht. Dann sollen wir noch essen. Yes. Und jetzt gibt es Frühstück, es hat sich nichts geändert. Wir essen irgendwas, was wir kriegen können. Naja, ein bisschen Vitamine und was Leckeres. Opa Heiko würde sagen Kaninchenfutter. True. Wir sind jetzt aus der Warnow rausmotort und hier weht ein bisschen mehr Wind, ganz, ganz leicht. Anna macht jetzt das Segel klar. Über unsere neue Genua wird es richten. Safe.
Ja, und ihr habt gehört, ihr werdet gleich das erste Mal unsere neue Genua sehen. Unser neues Vorsegel. Damit sind wir bestimmt ein paar Knoten. Nee, Spaß, aber wir setzen das gleich mal und gucken mal, ob der Wind reicht. Aber jetzt erstmal noch winken. An der Steuerbordmole steht Antje, an der Backbordmole steht, steht Dieter. Erstmal winken und dann geht's raus. Segel setzen. Tja, Emptchen, wo sind die, hä? Tschüss, Dieter! Okay, let's go. Das erste Mal das Großsetzen. Wir hatten es jetzt noch gar nicht hochgezogen. Mal gucken, ob das alles passt mit den Reiflein und so. Die haben wir nämlich ausgetauscht. Das Segel gespannt. Kommt auch frisch vom Segelmacher. Das wurde so teilweise repariert und so. Warte, ich bin noch nicht im Wind. Jetzt bin ich im Wind. Genau deswegen sind wir heute bei sehr wenig Wind unterwegs. Erste Testfahrt, da ist immer irgendwas. Und hätten wir jetzt Stress und Wind und so, dann würde jetzt die ganze Zeit das Segel killen. Anna macht jetzt eben mit Lightspray oder Silikonspray die Rutscher rutschig, weil sonst gehen die anscheinend nicht gut hoch. Viel hilft viel. Was? Viel hilft viel. Ja, cool. Dann jetzt nochmal so riesig. Viel leichter, oder? Ja, war auch klar. Wie das schmiert direkt. Ich habe echt mir irgendwas geholt mit der Poliermaschine. Das hier so eine Sehne, die zieht so richtig, also es zieht richtig, wenn ich so fest zugreife. Scheiße. Ist das nicht so Sehnenentzündung? Warte, lass mich dann, oder? Soll ich ja noch? Das ist extrem schwer. Das Segel steht. Oder die Segel stehen. Aber wir haben 3,7 Knoten Wind. Und deswegen haben wir noch den Motor laufen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Segel stehen. Und unser neues Vorsegel zeige ich euch. Da haben wir das Großsegel. Hatte das eigentlich jetzt Löcher oder so? Also wurde das nicht. Weiß ich gar nicht, müssen wir mal gucken, aber ich sehe da auf jeden Fall schon mal so Stellen, wo die was geflickt haben. Mhm. Aber sonst habe ich es noch gar nicht. Dann haben wir hier unser neues Vorsegel. Es ist keine Fock mehr, es ist eine Genua. Größer. Die geht jetzt nämlich bis hinter die Wanden. Unsere alte ging bis zu den Wanden circa, bis hier so. Und das ist jetzt ein Tick größer. Ja, und den Sponsor kann man natürlich unschwer erkennen. Also brauchen wir nichts zu sagen, außer ein großes, großes Dankeschön. Ohne den Björn Fritsch, den Geschäftsführer, der immer unsere Videos schaut, hätten wir jetzt immer noch unsere alte Gurke, unser altes Vorsegel, was echt schon kurz vorm Zerreißen war. Und ja, jetzt sind wir wieder sicherer auf dem Wasser unterwegs, also danke dafür. Und jetzt große, große Schriftzüge auf dem Vorsegel. Ich hoffe, ihr gewöhnt euch daran. Für uns ist es auch noch mega neu. Sieht aus wie so eine Regatta-Yacht jetzt, aber dafür haben wir halt jetzt einfach ein geiles neues Vorsegel. Das wurde übrigens von der Segelwerkstatt Stade gemacht, zu 100% in Deutschland gefertigt. Ja, mal gucken, wie sich's damit so segelt. Anna, was sind das für geile Leinen? Das ist der neue Trend, farbige Lazy Decks, farbige Flaggenlein.
Neonpink mit Gelb als Flakleine. Bisschen mehr Farbe aufs Wasser bringen einfach. Neongelb mit Pink als Lazy Jacks. Anna hat den neuen Trend gesetzt. Leute, macht's uns nach diese Saison. Anna und Marlene, Flakleine und Lazy Jacks. Geil. Marlene hängt jetzt gerade den Kegel auf, denn wir haben sie gesehen. Aber wir Motoren. Das ist der Kegel, damit andere wissen, obwohl die ja sehen, wie segeln, wissen die, okay, die Motoren, die haben also doch keine Vorfahrt und so. Die können alles genauso wie Motorboote tragen. Deswegen setzt man den. Schön gemacht. Vielen Dank. Wir kommen mit 4,3 Knoten voran. Es ist gar kein Wind. Und wir haben die Segel, gerade hat es Anna schon gesagt, aus Prinzip stehen, einfach weil es sein muss. Weil wir Bock haben. Weil wir jetzt segeln gehen. Wenn kein Wind ist, dann gehen wir halt trotzdem segeln. Aber wir wollen ja auch vorankommen, das heißt, der Motor muss an, oder was? Ist komplette Flaute, ne? Ist auch schön. Safe, auch lass mal den Autopiloten kalibrieren und den dann steuern lassen, bitte. So viel Zeit haben wir heute nicht, wenn wir echt nach Fehmarn wollen. Ein ganz kurzer Reminder zwischendurch, wenn ihr bis jetzt geschaut habt und euch das Video gefällt, dann lasst uns doch mal eben einen Daumen nach oben da. Das ist da unten weiter, das tut euch nicht weh, kostet nichts und bringt uns eine Menge weiter. Zudem könnt ihr auch hier unten unseren Kanal kostenlos abonnieren, somit verpasst ihr keine Videos mehr. Also macht das mal eben. Hier unten. Danke. Viel Spaß mit dem weiteren Video. Wir machen jetzt mal kurz eine Turnplanung. Eigentlich hatten wir gedacht, wir fahren nach Fehmarn. Mit Wind. Ja, mit Wind, genau. Und durchs was ist das? Schießübungsgebiet. Jetzt haben wir aber gehört, dass man in letzter Zeit nicht durchfahren sollte, weil da viel los ist. Aber wir werden vielleicht noch mal fragen, wenn wir uns trauen. Deswegen überlegen wir jetzt, wo wir hinfahren. Nach Kühlungsborn wollen wir eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht, wie sich der Wind heute Nacht entwickelt, aber wir können auch irgendwo chillig ankern. Ja, kannst du. Wenn es so laute ist, so vor der Küste oder so. Der Motor geht aus, Leute. Geht das nicht? Was? Schön, ne? 4,6 Knoten? Als wenn. Wie geil. Oh mein Gott, ey, das ist gerade. Es ist so schön! Es ist so schön, Leute. Ja, unsere kleine Teenie steuert. Das ist unsere Windfahne, unsere Windsteinlage. Wir laufen 4,5 Knoten bei 9 Knoten Wind. Wir sind aber auch sehr hoch dran. 40 Grad am Wind. Weil wir das Schießgebiet umfahren müssen. Es gibt ein Übungsgebiet vom Militär hier vor Kühlungsborn. Ja, und das umfahren wir jetzt. Wir wollen nämlich Richtung Fehmarn. Es sind noch 30 Meilen to go. Wir freuen uns. Ich freue mich mega. Es läuft so schön. Ich hoffe, es bleibt den ganzen Tag so. Und der Wind lässt nicht nach. Und dann, ja, gleiten wir da so hin. Mann, Fehmarn, also eine Minute Traffic am Talken. Wer hat den Vorfahrt? Hey, hey, hey! Ich bin richtig segeln! Ich bin kranich in meinem Leben. Oh, kranich, was ist das? Wie erschrocken, ey! Die dachten, die hätten Vorfahrt. Aber hey, von Delhi, Leute, die segelt hier mit 5,7 Knoten lang. Crazy! Projekt Nummer 1 wäre
Anti-Rutschstreifen zurück auf unsere Bank kleben. Denn diese Bank hat Dieter komplett abgeschliffen, abgezogen, neu lackiert, erst gebeizt, dann neu lackiert. Und jetzt machen wir wieder Anti-Rutschstreifen drauf, damit wir da auch stehen können, wenn es nass ist. Sieht so gut aus. Was machst du denn jetzt gerade da? Ich kürze unseren Unterlegstrecker. Den haben wir ausgewechselt. Kleine neue Leine. Leider mal wieder zu lang bestellt. Weil wir waren uns unsicher, wie lang der ist, weil der läuft im Baum noch mal über zwei Rollen. Ich muss mal kurz gucken, was der Kurs macht. Ah doch, die rote Linie müssen wir steuern, die blaue wird gerade gesteuert. Passt. Dafür, dass so wenig Wind ist und die Steueranlage sich ein bisschen schwer tut. Gerade lief sie super gut an, hat sie eingestellt und nicht einmal was geändert und wir sind bestimmt 2 Stunden gesegelt. Jetzt gerade läuft sie nicht so gut, weil der kommt immer achterlicher und nur ganz schwach und ja, aber trotzdem macht sie ihren Job. Weil wir könnten später mal den Autopiloten, den neuen, kalibrieren und so und den mal austesten, weil Batteriekapazität haben wir jetzt ja zu Genüge. Ich schaue gleich mal nach, wie viel genau. Das kann man jetzt ja immer mit der App sehr cool machen. Es werden gerade 1,3 Ampere entnommen und wir haben noch 94%. Das hält jetzt wahrscheinlich noch. Wir müssten wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen nicht ans Stromnetz gehen und kein Solar haben und es würde trotzdem ausreichen. Aber wahrscheinlich fahren wir heute irgendwo in den Hafen und da ist eh wieder Strom umsonst und dann können wir halt Holz sparen und mit Strom heizen. Das machen wir immer gerne, wenn es geht, damit unser Holzvorrat länger hält. Aber das ganze Schiff ist voller Holz. Wir schwimmen viel zu tief im Wasser, völlig überladen mit allen möglichen Kram, Lebensmitteln und so, weil bald geht es ja rüber nach Dänemark. Wir haben es jetzt ja noch gar nicht offiziell erzählt, außer dass es im Titel steht und vieles von euch schon geahnt haben. Wir fahren nach Norwegen. Ja, wir haben uns jetzt letztendlich dazu entschieden. Nach dem harten Winter haben wir erst gedacht, nee, komm, wir brechen direkt in den Süden auf, ins Mittelmeer. Aber jetzt, wo es schon wieder wärmer wird und sonniger, haben wir uns jetzt erstmal dafür entschieden nach Norwegen. Also wir werden eh oben rausgefahren, auch wenn wir in den Süden aufgebrochen wären. Fahren jetzt oben raus nach Norwegen. Ob wir da lange bleiben, im Winter bleiben, über ein Jahr bleiben, das wissen wir alles noch nicht. Oder ob wir nur kurz ein paar Wochen da sind in Südnorwegen und dann in den Süden aufbrechen, das wissen wir alles noch nicht. Aber jetzt geht's erstmal nach Norwegen. Kurs Nord. Let's go. Welche Leine tauscht du da aus? Bitte? Welche Leine du da austauscht? Das ist das Fall für unser Kuttersegel. Genau. Und das kommt einmal neu. Da muss ich gleich noch einen Block an das Tau nähen. Ja. Mal schauen, ob das alles mit den Längen irgendwie hinhaut. Wasser ist gleich fertig. Ich mache uns gerade eine Brühe. Es wird gerade irgendwie ziemlich kalt. Es ist jetzt 14 Uhr, aber ich glaube, der wärmste Punkt des Tages, den haben wir schon hinter uns. Ich mache mal eben das Gas aus. Es wird langsam kalt. Also mir ist irgendwie richtig kalt. Anna macht die ganze Zeit Action mit Line und so. Deswegen ist sie noch nicht so kalt. Aber das wird bestimmt auch noch kommen. Und wir haben noch 16, 17 Meilen vor uns. Also ein paar Stunden. Es ist also doch irgendwie noch Wintersegeln. Heute Morgen habe ich noch zu Anna gesagt, boah krass, das fühlt sich an wie Frühlingssegeln. Oder in Finnland, da war es im Sommer ähnlich warm, als wir da waren. An manchen Tagen. So 7 Grad oder so. Und jetzt sind es glaube ich auch 7 Grad und auf dem Wasser bestimmt ein bisschen kälter. Aber es ist wohl doch eher Wintersegeln.
Naja, jetzt gibt's eine Brille. Anna, Brühe ist fertig. Ja. Soll ich kommen? Ja, wenn du dich daran wärmen willst, dann ja. Jetzt gibt es Abendessen, der Ofen ist an, die Herdplatte glüht schon und wir wurden auch schon bei unserem Nachbarboot eingeladen. Hier ist kein einziges Boot im Hafen, außer eins. Und die Bewohner kannten uns tatsächlich und da gibt es jetzt später noch ein Weinchen. Ja, drüben. Ja, wir freuen uns schon. Aber jetzt brauchen wir erstmal was zu essen, also was Richtiges. Weil das haben wir unterwegs nicht geschafft, keine Ahnung. Wir hatten keine Lust zu kochen, aber jetzt wird gekocht.